Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Karte in Thüringen. Wir fahren jetzt auf Feld Nummer 39, um zu düngen. Dann werden wir noch unsere Rinder zum Stall fahren. Aber erstmal muss der Kollege hier arbeiten. Die Aussaat auf Feld Nummer 13 geht auch noch weiter. Es fällt immer noch Schnee, wir haben immer noch Mitte Frühling. Wir könnten mal jetzt auch die Geschwindigkeit auf eine erhöhen. Auf 5. Wie wir viel früher machen können. Dann haben wir noch zwei Felder zu machen zum Düngen. Das sind etwas kleinere Felder. Aber das macht nichts. So, 39. Muss zu links sein, das Feld, ja. Nehmen wir gleich. Irgendwann werden wir alle Felder kennen. So. Muss ich kurz laden und rechnen. Und einstellen. Der 30er braucht noch ein bisschen und die anderen Burschen auf Feld Nummer 13 arbeiten. Ah, jetzt verstehe ich. Die Stelle habe ich alleine gemacht und die wurde dunkel. Und warum? 12 muss übrigens normal gedüngt werden. Und 49 muss auch mal gedüngt werden. Aber 49 ging erst, wenn das Kalk weggeht. Zwei Stellen nicht gemacht, hat man eine halbe Stunde gesponnen. Wo er gegen den Baum gefahren ist. Aber das macht nichts. Dann wissen wir, wo wir nacharbeiten müssen, falls es nicht reicht. Aber es ist immer wichtig, dass es richtig ist. Ne? Also gepflanzt und nicht hier gut. Ich wollte eigentlich zum LKW zwischen zum Viehhändler. Mit unseren Kühen oder mit unseren wertvollen Mastrindern. Ob die braunen oder die schwarzen. Jetzt fahren wir über Feld 60. Ich wollte mal schauen, ob der Absatz angeglichen wurde. Ansonsten muss ich immer das Land kaufen und dann entsprechend über Terraformel das machen. Zumindest versuchen. Obwohl ich mit Terraformel keine große Erfolge habe. Aber Unkraut, das wächst gut hier. Das ist schon mal sehr amtlich. Schauen wir mal, ob da was zu sehen ist oder ob das entsprechend besser gemacht ist. Oh, hat er gemacht. Oder? Ja, doch. Super. Habe ich mir geschrieben, dass da an der Stelle die Straße etwas zu hoch ist oder das Gelände zu tief. Und wenn du jetzt Kursplay fahren lässt oder Autodrive und du musst da halt lang, dann ist es halt, da kommt dann oft die Fehlermeldung, dann, oder es würde dann eine Fehlermeldung kommen, dass er nicht weiterkommt, ne? oder steckt, feststeckt oder so. Aber wie gesagt, ist ja so, wenn man eine Karte baut, kann man nicht alles allein prüfen. Das ist praktisch unmöglich. Das ist einfach zu viel Zeit drauf. Da muss man sich auf andere verlassen, die das entsprechend dann richtig melden. Und dann kann man auch
nach einer Weile, wenn das mehrere Fehlermeldungen kommen sind, auch mal nacharbeiten, wenn das gravierende Fehler sind. Also schön als Fehler würde ich sagen, wenn man beim Baum in der Luft hängt oder so, Herrgott, nee, der wird auch weggesägt und weggefräst und ist er weg. Das ist kein Thema, aber das ist ja nicht das Problem. Und selbst die Straße, das hätte man anders lösen können, zur Not. Ich kam ja vorher auch klar, also dann habe ich gewusst, dass ich da entsprechend anders fahren musste mit Cosplay. Und dann ist das auch gut. Überraschung ist nur, wenn du dunkel fährst und plötzlich kommt es nicht weiter. Und hier ist es auch schon deutlich besser. Also in der ersten Version war das hier sehr, sehr stark ruckelig. Also so. Machen wir den ersten Stall voll mit Masttieren. Noch ein paar braune dazu. Ich meine, die werden nicht zu sehen sein. Weil das ist bei. Irgendwo hänge ich fest. Habe ich gewusst. Wenn die weitergeht, dann geht nicht weiter. So, Tor schon auf. Da muss ich ein bisschen fahren üben. Mal sehen, ob da noch Mist kommt oder nicht. Dann können wir ja in 2 Jahren oder ja ungefähr in 2 Jahren große Aktion machen, Rinder verkaufen. Vielleicht gibt es auch bald so einen Mod, wo man im Prinzip einen Schlachter aufstellen kann. Oh, man kann schon verschieben. Das sind die kostet schon ein bisschen mehr. Der Finger ist leer. So. Die Musen da. Entschuldigung. Sieht man gleich. Ich werde das jetzt hier Hof 3, das ist sehr gut. Und jetzt kann man die Tiere schon erkennen, die älteren, das sind die. Neugeborenes. Das sind ja auch so eine Jungrinder. Die etwas jüngeren sind ein bisschen leichter, logischerweise. 0,7 und die ein bisschen schwerer sind. Das sind 0,6 Jahre und der. Da sind unsere Milchkühe. Und da bin ich gespannt, ob hier irgendwie mit Milch geht. Hof 1 hat auch einen Kuhstall. Gut, dann schauen wir unsere Mission an.
30 ist 69% und 13 ist zu 87. 39 ist auch fast fertig. Jetzt habe ich noch ein Geld. Wir können mal gleich Wasser geben. Und das können wir ja gleich machen. Ich finde das so blöd, dass die Originellstelle von vornherein sowas nicht zur Verfügung haben. Normalerweise kenne ich das. Das ist normalerweise üblich in Stellen, dass die Tiere ihr Wasser alleine nehmen können. Praktisch eine Stelle haben, wo sie praktisch den Wasserhahn aktivieren und dann läuft der Trog alleine voll. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig, wo man hier abkippen kann. Ne? Die spielen ja die Karte ja selber, die Jungs. Ja, jetzt geht der Punkt nicht mehr. Komisch. Da war was. Ich meine, ist schon blöd. Aber gut. Ist halt ja anders. So, was schauen wir mal. Was können wir noch mal machen bei Missionen? Ich hätte gern 40 gehabt. 42 ist Flügen. 40, 40, 40, 40 ist nicht bei. Grunde, weil ich Fälle nehmen möchte, die in der Umgebung sind. 35 Düngen. 31 ist gerade bei. Und 35. Ist auch in der Nähe. Flügen machen wir nicht. Sehen. Wobei hier mit zwar noch was. Elf. Elf sehen. Wo ist die 11? 13. Nehmen wir auch, ne? 11 ist so groß, da fahre ich alleine. Ja, 11. Was hier passiert? Was will er haben? Mais. Ja, ja. Das wäre der Hammer. Das Gerät dazu, dann bist du. Das läuft der Tage. Lass mal stehen. So, jetzt haben die genug Futter. Ne, das ist P, das ist was anderes. Alt S, Kühe, ja, genug. Gras, genug. Ist wohl gewachsen. Na, hier nicht. Gut, Heu ist klar, also das lassen wir stehen. Stroh auch. Noch haben sie Stroh. Dann holen wir noch einen Schwung Tiere. Braune. Und dann drehen. Müssen wir mal Zeit gucken. Mein Wecker nicht eingestellt. Und die Zeit vergeht so schnell. Also hier im Hof muss noch vieles gemacht werden. Ein bisschen malen, also Straßen, Gelände erweitern über die bei der Wiese da oben rechts hinter mir, so gesehen.
Dann können wir noch Dünger herstellen, wenn ich mal Mist kriegen würde. Ja, Mist wäre nicht schlecht, aber dann könnte man auch Dünger herstellen. Also. Und dann können wir mit der Silage ein bisschen Gärreste. Da muss ich überlegen, wie am besten er den Silage in den. Ups. In den Dings kriegen. In den Behälter. Ah, da werden wir unseren Überladerwagen nehmen. Der auch Silage macht. Das Lenkrad funktioniert. Ich würde sie probieren. Wegen Maus außerhalb, da geht meistens die Feder oder der Widerstand vom Motor geht weg. Eine Feder habe ich ja nicht. Da war ich schon drauf und dran, mir was Neues zu kaufen. Von einer anderen Firma. Aber das Problem war ja immer bei LS zu sehen. Denn nur wenn ich LS aktiviere, geht das plötzlich weg. Ob das jetzt mit dem Patch besser ist? Könnte sein. Aber ist ja nicht garantiert. Und ob ein neues Gerät das gleiche Problem auftreten könnte, ist einem auch sehr wahrscheinlich. Aber im Normalfall ist ja so, dass wenn ich jetzt ohne die anderen Monitore spielen würde, dann würde ich ja mit der Maus nie rauskommen. Ne? Also kann es auch andere Gründe haben. Treibertechnisch. Aber das wird glaube ich schon zu kompliziert. Also das ist. Oh, 39 fertig. Dann müssen wir ganz kurz auf 39 gehen. Dann brauchen wir nicht mehr auskippen den Dünger. So, jetzt gehen wir auf Feld Nummer 27, 26. Rechts ist die 25. Haken mal ein hier, meistens kommt eh noch ein Laternenfall. Und das wäre ja nicht so lustig. Hier ein Schweinestall. Vielleicht aktiviere ich die Sauen im nächsten Jahr im Spiel. Mal sehen. So, 27. Jetzt haben wir gleich vorne rechts. Mission ging ja bei der ersten Version noch nicht. Warum auch immer. War doch 27, ne? Ja. So 27 Vorgewende. Und dann können wir gleich 26 hinterher machen, gleich im Anschluss. Feld Nummer 13 ist bald fertig. So. Das 11. Die 13 ist fast fertig. Das heißt, auf gut Deutsch,
Der ist fertig. So wie er geboten ist. Ja. Es wird nicht reichen für die 11. Das sind 41%. Müssen wir es voll machen. Reparieren brauchen wir diesmal nicht. Wir fahren mal quer über den Acker. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Wie wenn alle Maschinen fertig sind, wo gleich die Meldung kommen könnte, ist fertig. Dann werden wir alle voll machen und wieder alle auf Richtung 11 fahren. Da haben wir schon das Stichwort. Und da wäre jetzt Autodrive nicht schlecht, die würden alle automatisch hinkommen. Muss ich dringend einfahren. Schließen wir ab, haben wir ein bisschen Geld. Grün sehen. 40 wäre interessant, weil 40 würde ich dann auch gern kaufen. Aber wie gesagt, das ist noch eine sehr lange hin. Wir haben Schneesturm. Und dann im Mitte Frühling kriegen wir eine Eiszeit oder was? Schon gewaltig, aber mit Geld hier, ne? Ja, wenn das Leben so einfach wäre, so schnell Geld verdienen. Also Outrun habe ich noch angefangen, aber ich habe noch keine Punkte definiert, wo sie hinfahren können. Und da muss man das selber noch reinfuchsen und das kommt dann noch hinzu. Dass Seemaschinen auch Mais machen, ne? Sonst müssten wir da extra Geräte kaufen. Oh, die Zeit. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Morgen geht's weiter. Tschüssi.